Twink. Schieß. Schieß und triff mal. Ich hab nicht so wirklich viele Schadensnachrichten bei ihr bekommen. Wow, trotz Schild so viel. Au. Ja, das trifft's. Au, trifft's ganz gut. Oh, der war gerade nah dran. Warum auch immer. Naja. Und ich bin auf 15 Flaschen runter. Naja. Nee, gut. Ich habe nur 22.000 Seelen. Ich teste mal. Was steht hier? Ein Weg ist voraus. Ich trau denen nicht. So. Und ja, man sieht diese Kristalldinger hier auf dem Boden purzeln. Aber es kann gut sein, dass da irgendwo zwischen... Irgendwo zwischen Loch ist. Gut, dass wir die Prismasteine vorhin gefunden haben. Ich dachte ja zuerst, boah, 20 Stück. Ich habe gerade noch 70. Das ist absolut unnötig. Aber, Pustekuchen. So, dich hauen wir mal kaputt, auch wenn du einen Ticken anders aussiehst als deine Kollegen. Könnte aber auch das Licht sein. Nein, nicht irren. Okay. Da geht es also auf jeden Fall weiter. Da sollten wir eventuell eine stärkere Armbrust haben, auch wenn ich, glaube ich, irgendwas falsch gemacht habe. Weil ich habe nur einmal eine Schadenszahl aufpoppen sehen bei dem. Aber gut, da will ich jetzt nicht wieder hin. Mir reicht es zu wissen, dass da ein komplettes Gebiet ist, wo ich noch nicht war. Ich will hier gucken. Hier haben wir die Truhen gefunden. Oh, Pfeil. Da waren ganz viele Truhen. Hier ist noch eine Truhe. Bist du auch eine Truhe? Ja. Blauer Brocken. Sind wahllose Zerstörung. Nö, ist nix, okay. Dann laufe ich jetzt nämlich hoch. Nee, ich kletter hoch. Und dann gucke ich, wie das Ding steht und versuche dann zu der Nebelwand oben hinzukommen. Weil, neues Gebiet, schön und gut. Ich würde aber ganz... Au. Würde ganz gerne aber erstmal das alte abschließen. Wo bist denn? Ganz fieser Map. Was bist du? So. Um die Ecke. Ach, hier lebt jetzt ja noch alles, ne? Mist. So, dich. Drehen. Heilung. Überall schlagen Pfeile ein Magier-Dinger und was weiß ich. Au, du. Kaputt. Neck. Hau doch ab. Ist mir egal. Ich will eh... Oh, es war ja keine Nebelwand. Es war nun... Achso, ich wollte gerade sagen, es war nun ein Balkon. Ernsthaft? Das sieht mir aber irgendwie bekannt aus. Guck gleich mal. Schild hoch. Ja, da hat man einen schönen Ausblick zu der Kristallwelt. So Kristallhöhlen waren es ja. Da geht's wieder zur Bücherei. Oh, warte mal, hier die Wände. Nö. Nö. Oh, oh. Ach so, kommen wir von hier aus jetzt... an einen Schlüssel, um unten den Magier zu befreien. Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Das hatte ich ja auch schon wieder verdrängt. Und ich bin jetzt so behende... Nee, das ist der stinknormal... Nein! Das ist der ganz normale Weg. Der ganz normale Weg aus dem Gefängnis nach oben. Ich muss mich da oben
tierisch verlaufen haben. Es geht echt nicht. Mit irgendwelchen Wahnvorstellungen, dass das mehrere Dinger sind und nee. Au, 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 au. Trink. Roll. Und töte. 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 Da. Also, in der Kirche da oben könnte es noch weitergehen. Aber das, wo ich dachte, dass es primär weitergehen würde, war nur der Weg nach zurück. Was ein wenig enttäuscht ist. Aber na gut. Sind die ganzen Tentakelviecher auch wieder da? Nein. Aber den Schlüssel, den wir gefunden hatten, der sagte was von vielen Frauen. Und nur noch Fehler wären da. Die Viecher, die Tentakelviecher, das sind die Frauen. Die haben nämlich genauso geweint wie Frauen unten am Gefängnis. Das heißt, der Schlüssel, den wir gefunden haben, der wird für die Zelle des Magiers sein. Warum läufst du mir hinterher? Ernsthaft. Oh, zwei endlich backstabben. Hab ich ja noch nicht so häufig gehabt. Ich sehe den Darkelviecher. Haben die jetzt auch wieder Zauber für Gwynnewehr, die jeder Anhänger von Gwynnewehr hat, außer ihr Paladin? Oh oh. Mädels, habt ihr was dagegen, wenn ich an euch vorbeigehe? Wahrscheinlich. Ich teste. Ja, nee. Ja, auf die sollte man einfach zugehen und hauen. Man kann sie nämlich ganz gut unterbrechen. Stamina, Stamina. Ups. Das ist aber eine... Moment mal, ist irgendwas hinter uns? Ja, ihr seid hier die Alarmschlager gewesen, glaube ich. Die waren oben auf der Plattform. Na komm, nimm das Schild runter. Feigling, Feigling. So, kaputt. Ihr. Komm her. Ich muss nur schneller sein als eure komische Tentakelattacke da. Komm. Oh, Menschlichkeit als Rare-Loot wahrscheinlich. Ah, das ist schick. Menschlichkeit können wir nie genug... Oh, nie genug haben. Weil ich ja doch recht häufig an Leuchtfeuer komme, die ich gerne aufstufen will. Schon wieder? Hier sollte ich eventuell... Aufpassen. Hier sollte ich eventuell farmen, wenn ich später Menschlichkeit brauche. Riesenzellenschlüssel. Hallo du. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Hast du nicht irgendwie Gold oder so? Hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll head out soon. I wish to lay down my plans before I visit the archives. Hello. Ja, hat nichts Neues, okay. Gut, also, wie erwartet, gibt es nur neue Zauber. Und wir sind kein Zauberer. Oh, aber eine Feuerhüterseele. Hüterinnenseele. Das heißt, Estus Flakon plus 5. Schön, schön. War hier unten noch irgendwas? Irgendein ungelöstes Mysterium? Nö, ich glaube nicht. Also bring uns zurück. So, Frage ist jetzt allerdings. Geht es hier noch irgendwo weiter? Oder ist diese ganze Geschichte, die ganze Bücherei und so weiter, nur ein Durchlaufgebiet für... das Kristallding. Das sieht wichtig aus mit so vielen Etagen. Aber da oben war nichts. Ich will lieber nochmal sicher gehen. Also ich gehe jetzt noch. Ich gehe jetzt nach oben, werde die ganze Zeit beschossen. Und gucke mich dann ganz oben in der obersten Etage um, ob es da noch irgendwo was gibt.
Ja. Bein. Weg. Heilung. So, es ist nicht die oberste Etage, wo wir jetzt sind. Und das Ding hat sich gedreht. Das ist jetzt sehr doof. Hier war kein Schalter dafür, ne? Nö. Gut, aber das da, also die Etage, wo das Ding jetzt gerade hinführt, das müsste die oberste Etage sein. Man sieht zwar noch was da drüber, aber ich glaube, da kam man nicht hin. Habe ich erwähnt, dass das jetzt sehr doof ist? Also ich müsste mich durch alle Skelette nochmal durchschlagen. Auf der anderen Seite irgendwo hoch. Und dann zickzack hoch und dann bis ich immer wieder da bin. Und dann... Oh, was ist das da? Aus wie ein zerbrochener... Was? Das da oben sieht sehr komisch aus. Ich glaube, ich muss doch nach oben. Also muss ich mich jetzt echt durch alles durchkämpfen. Oder schlagen. Okay, was soll's. Rutsch. So. Da war nur Loot. Da war der Kristallhöhlending. Hier. Ich brauche eine Treppe nach oben. Oh. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich ignoriere einfach alles. Das ist ein sehr guter Plan. Bin sehr beeindruckt von mir selbst. Ja, da drüben geht es aber gar nicht weiter. Das heißt, andere Seite. Da geht's schön hoch. Okay. Lauf, 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 lauf. Es werden nachher sehr viele Skelette sein. Au. Ah, stimmt. Und hier habe ich vor kurzem gesagt, und hier waren wir bisher noch nicht. Weil hier irgendwo Loot auf dem Weg rumlag. Also wir sind auf sehr gutem Weg. Ja, da ist der doofe Magier. Der sich gleich wegportet. So, porte dich weg. Trink einen Trank, weil da schießt irgend so ein anderer doofer Magier auf dich. Oder derselbe. Ja, das war sehr knapp. So, und ihr zwei stört jetzt doch. Nein, nein, nein. Huhuhu. Trink. Weg. Weg. Ah. Ich komme zu dir rüber. Indem wir das Ding hier drehen. Oh, was zur... Nein! Der Zauberspruch ist echt stark. Komm. So, aber ich habe mir den Weg hier gemerkt, das ist alles kein Problem. Wir gehen jetzt die Treppe hoch, gehen links rum, rechts rum, Treppe hoch. Und wir töten euch doch, weil sonst kommt ihr hinterhergeschlichen und vermuckst mir den ganzen Tag. So. Und bei dem großen Magier, bei diesem blitzeschmeißenden Magier, muss ich eine schwere Attacke benutzen und danach eine schnelle. Den kriege ich ihn vielleicht klein. So, du komm her. So, weg. Irgendjemand schießt mir in den Rücken. Irgendjemand haut mir in den Rücken. Heilung. Ja, nur der bußfertige Mann wird bestehen. Immer wieder. Au. Naja, vergiss es. Aber es war ein schönes Timing mit dem Runterknien von dem Zauberspruch und damit den Pfeil ausweichen. Es ist schön, dass das Spiel sowas zulässt. Dass die Pfeile nicht irgendwie auf den Körper gerichtet sind. So. Da. Da bist du ja. Du machst einen komischen Tanz. Ich habe immer noch keine Ahnung, was er macht. So, Sprungattacke daneben. Au. Kopfschuss. Und er ist weg. Da ist er. Heilung.